Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute habe ich eine weitere Episode FIFA Talk für euch am Start. Das heißt, wir reden heute wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18, was ist neu, was ist in den letzten Tagen passiert und was gibt es einfach Interessantes. Und falls ihr noch beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann schreibt jetzt Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation in die Kommentare, um eine Chance auf eine von 3 10 € PSN oder eben Xbox Karten zu haben. Das ganze Gewinnspiel geht noch bis Ende November, also ihr könnt auch in den folgenden Videos noch teilnehmen, um eure Gewinnchance zu optimieren. Und wir beginnen jetzt direkt schon mit dem allerersten Thema. So, und dabei geht es um einen Trick, wie man ziemlich leicht, wenn man alleine vorm Tor steht, das Tor auch wirklich macht. Und zwar gibt es da den Lupfer-Glitch oder Lupfer-Trick, könnte man fast sagen. Und dazu habe ich euch einfach mal ein Video verlinkt. Dort wird genau erklärt, wie man den Lupfer ansetzen muss, wie man zum Tor laufen muss, etc. Also dort wird euch wirklich ganz genau erklärt, wie ihr das machen müsst. Das ist echt wie, ja, fast wie ein Glitch, kann man schon sagen, weil es einfach verdammt overpowered ist. Lupfer sind einfach verdammt overpowered in FIFA 18. Ich wollte euch das Video einfach nicht entgehen lassen, deswegen checkt das gerne mal in der Beschreibung ab. So, weiter geht's direkt mit den PTG-Spielern und zwar wurde mir hier die Frage gestellt, ob diese Spieler dann beim Team of the Season auch geupgradet werden. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Varane oder so eine Team of the Season-Karte bekommt, ob dann seine PTG-Karte dann auch ein Upgrade bekommt. Und da kann ich Nein sagen, das stimmt nicht. Diese Karten bekommen beim Team of the Season kein extra Upgrade. Aber bei vielen anderen Ereignissen, wie zum Beispiel Spieler des Tages oder so, da bekommen sie schon ein Upgrade. Also es sind eigentlich richtig interessante Karten, da kann man sich auf jeden Fall die ein oder andere mal gönnen und ich habe euch da auf jeden Fall auch noch ein kleines FAQ, so ein Fragen-Antworten, eine Fragen-Antworten-Seite von EA Sports zu diesen Karten verlinkt und das solltet ihr abchecken, falls ihr da noch ein paar Fragen habt, da wird die Antwort sicher drinnen sein. Beim dritten Thema handelt es sich um einen Trading-Tipp, ja, es ist ein kleiner Trading-Tipp, aber ich wollte jetzt nicht unnötig ein ganzes Video drüber machen, deswegen dachte ich mir, ich haue es einfach mal hier rein und zwar könnt ihr im Moment extrem gut Links- und Rechtsverteidiger aus Top-Ligen snipen, also BPL, Ligue 1, Calcio A, La Liga Santander und Bundesliga. Hier sind echt die Links- und Rechtsverteidiger im Normalfall so mindestens ja, 500, 600 Münzen wert und da könnt ihr eben ganz, ganz easy snipen für unter 500 Münzen. Ihr bekommt da echt oft Karten und ihr könnt die auch natürlich viel, viel teurer reinstellen. Wenn ihr zum Beispiel einen für 500 oder so bekommt, könnt ihr den locker für 900 Münzen auch verkaufen, wenn ihr ein bisschen Geduld habt. Ich habe die jetzt nicht so teuer reingestellt, dass wir so ja, 100, 200, 300 Münzen so um den Dreh Gewinn machen pro Karte. Und das ist halt einfach extrem easy, weil man sehr, sehr schnell Spieler bekommt. Und deswegen ist das wirklich eine gute Trading-Methode. Also sniped unbedingt Rechts- und Linksverteidiger aus Top-Ligen. Das geht wirklich fast immer. Und das ist ein Trading-Tipp, der wirklich auf Dauer funktioniert. Beim nächsten Thema handelt es sich um einen Unsichtbarkeitsglitch in FIFA 18. Das Video habe ich vor kurzem gefunden und ich dachte mir nur so, what the fuck, was ist das schon wieder, EA? Ich weiß nicht, ob ihr mein letztes Video gesehen habt, wo ich dieses, ja, wo diese Mauer einfach am Mittelkreis gestanden ist. Da hat der Schiedsrichter einfach so eine Linie gezogen und die Spieler haben sich einfach aufgestellt am Mittelkreis. Ja, also an der Mauer am Mittelkreis, das war auch richtig kurios und jetzt ist eben hier dieser Unsichtbarkeitsglitch aufgetaucht. Auch richtig kurios. Der Spieler läuft in so ein magisches Feld hinein sozusagen und verschwindet dann. Der andere, der dann dort reinläuft, der ist dann auch weg. Also es ist echt komplett kurios und die Spieler verhalten sich dann auch wirklich sehr, sehr untypisch, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist wirklich eine sehr interessante Sache und den Glitch wollte ich euch unbedingt gezeigt haben. Da könnt ihr mir auch immer gerne reinschreiben, ob ihr irgendwelche Glitches hattet, die ziemlich besonders sind. Und ja, Freunde, das ist auf jeden Fall der Unsichtbarkeitsglitch in FIFA 18. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gibt in FIFA 18 sehr, 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 sehr seltene Trikots. Und zwar sind das die Coca-Cola-Trikots. Das Ganze ist durch so eine Werbeaktion zwischen Coca-Cola und Sony entstanden. Und dabei ja, ging es dann eben darum, dass man in diesen Flaschendeckeln irgendwie ja, solche Trikots bekommen kann für Ultimate Team. Und die Trikots sind einfach verdammt selten. Die haben eine Price Range von bis zu 5000 Münzen. Und die sind einfach nur sauteuer. Da gibt es verschiedene Stück. Und das sind auf jeden Fall Objekte, die extrem selten sind in FIFA 18. Also die bekommst du fast gar nicht. Aber wenn du so ein Trikot dann eben hast, dann ist das natürlich ja, sehr, sehr nice, weil es halt eben sonst fast keiner hat. Es gibt ja auch einen Spieler, der im Moment verdammt selten und verdammt extinkt ist. Falls ihr wisst, wer es ist, schreibt es mir in die Kommentare. Aber dazu werde ich, denke ich, in einem anderen Video auch nochmal was sagen. Wir gehen auch schon weiter und zwar mit der Frage, wie wird man besser in FIFA 18 beziehungsweise wie kommt man endlich mal in Foot Champions rein? Das fragen mich die Leute andauernd in den FIFA 18 Livestreams und ich würde gerne jetzt echt mal selber ein Video dazu machen, aber ich habe leider sehr, sehr wenig Zeit. Deswegen verlinke ich euch jetzt mal die beiden Teile vom Julian FIFA Club AD, checkt ihn gerne ab.
Er hat nämlich jetzt auch eben, wie gesagt, den zweiten Teil hochgeladen und da zeigt er euch eben insgesamt 10 Tipps, wie ihr sehr, sehr gut werden könnt in FIFA 18, beziehungsweise was ihr halt beachten müsst, um nicht mehr so viele Gegentore zu bekommen, um selber mehr zu machen und den Ball nicht so einfach zu verlieren und so weiter und so fort. Also wirklich eher so schon Gameplay-Tipps und so. Und ja, Freunde, ich werde demnächst auf jeden Fall auch ein Video dazu machen, wie man besser wird in FIFA 18, aber bis dahin checkt unbedingt dieses Video ab. Und damit sind wir auch schon beim letzten Thema angelangt und hierbei geht es nochmal um das EA-Level, also dieses Katalog-Level, und das buggt einfach komplett, denn mich fragen echt viele Leute, yo, wie kann man eigentlich schneller leveln bei diesem EA-Level? Und ich habe immer nur gesagt, ja, du musst halt viel zocken und so, dann kommt da automatisch ein höheres Level raus, du bekommst für jede Kleinigkeit ein paar Punkte, so diese, also diese Coins da und irgendwie dann Punkte auch, damit du halt gelevelt wirst. Und dann ja, hast du halt irgendwann ein höheres Level, damit du dir eben bessere Sachen auch im Katalog holen kannst. Deswegen wollen die Leute ja ein hohes EA-Level haben. Aber das Ganze hat eben komplett rumgespackt und anscheinend wurde man nicht gelevelt. Extrem komische Sache. Schreibt mir in die Kommentare, ob das bei euch auch so war. Denn wirklich viele Leute haben mich gefragt und in FIFA 17 hat mich kein einziger gefragt, wie man dieses Level erhöhen kann. Aber in FIFA 18 extrem viele, weil es da anscheinend einen richtigen Fail gibt oder ja, weil das Ganze irgendwie nicht ganz gut funktioniert. Das ist natürlich sehr bitter, weil es extrem viele Coins Boosts auch gibt, auch bei den höheren Level, und deswegen, ja, müsste man da eigentlich ein höheres Level halt haben, um die einzusetzen, um die einzulösen, und da entgehen einem dann natürlich viele Coins, obwohl man viel FIFA spielt. Es ist ganz schön unfair eigentlich, aber ja, schreibt mir eure Meinung zu dem Ganzen mal in die Kommentare auf jeden Fall. Ist Tatsache, dass das EA-Level beim einen oder anderen komplett verbuggt ist. Und damit war es das auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nehmt unbedingt noch beim Gewinnspiel teil, auch natürlich bei den nächsten Videos. Das Ganze ist natürlich auch nur für Abonnenten gedacht. Also es ist ja mein 30.000 Abonnenten Gewinnspiel das Ganze. Eben wie gesagt, 3x10 Euro PSN oder Xbox-Karten. Dazu einfach Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation eben reinschreiben, auch in die folgenden Videos. Und damit war es das mit dem Video. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, habt immer High Hopes und ciao.